Hallo. Bezug nehmend auf mein Video zur Vorstellung der Gloria Concerto Positiv 346 Orgel. Ich blende dieses Video an dieser Stelle nochmal kurz ein, falls Sie das noch nicht kennen. Möchte ich an dieser Stelle noch nachreichen, dass ich zwischenzeitlich natürlich weiß, dass dieses Instrument baugleich ist mit der Viscount oder Viscount Sonus P346 und dass es auf der Homepage der Firma Viscount entsprechende Listen gibt, um nachzulesen über die vielen verschiedenen Stimmen, die pro Register zur Verfügung stehen. Den Link oder die Links dazu blende ich oder beziehungsweise gebe ich in dieser Videobeschreibung auch an, falls Sie da mal reinschauen möchten. Ich werde nun nach und nach auch weitere kleine Videos produzieren, in denen ich jeweils ein Register genau vorstelle und für dieses eine Register sämtliche verschiedene abrufbare Klangfarben kurz vorstelle. Falls Sie da mal reinhören möchten oder reinschauen möchten, ich denke mal, je nach Baugröße des Instruments, also auch wenn man jetzt zum Beispiel eine zweimanualige Orgel kauft aus dieser Reihe oder auch eine viermanualige, eine die vielleicht nur 26 Register hat oder vielleicht auch noch mehr als die 46 bei mir, die vorhandenen Stimmen, die dann jeweils hinter jedem einzelnen Register versteckt sind, die werden immer wieder die gleichen sein. Bei den großen Orgeln sind es dann vielleicht noch ein paar mehr, bei den kleinen ein paar weniger, aber im Grunde genommen ist es wohl sehr miteinander vergleichbar und diese ganze Physis-Technologie ist auch ja in jeder Orgel die gleiche. Insofern kann dieses Video und auch die, die dann folgen, sicherlich nicht nur für dieses Instrument nützlich sein, sondern für alle Instrumente aus der Gloria-Reihe, die eben von Viscount mit der Physis-Technologie ausgestattet sind. In diesem Sinn weiterhin viel Vergnügen mit den Videos zur digitalen Sakralorgel. Vielen Dank.